Willkommen zu einem weiteren Part von der 2 Pokémon Simulation. So, Silver, das Licht brennt, oh mein Gott. Willst du was sagen? Oder nur wackeln? Mit ja, das ist der Marvin. Und wir haben uns entschieden, zuerst Mewtwo zu jagen, beziehungsweise er. Shaman. Bist du behindert? Nee, du. Warte, hast du mich gerade hier beleidigt? Ja. Wie kannst du stolz drauf? Wie kannst du es wagen? So, es geht weiter an die PC. Ich bin verwagen. Warte mal, wer von denen hat nochmal Blitz gelernt? Irgendwer habe ich Blitz beigebracht. Ach, dir hab ich's beigebracht. Gut, ja, du kommst jetzt mit. Und dafür fliegt. Georg brauche ich vielleicht. Weißt du nicht, was für ein Switch-Spiel du brauchst? Ja, und ich will es nicht. Du brauchst das, dieses Spiel ist super. Ich würde es mir auch holen. Ich würde es sogar streamen. Nur Leute, ich stehe nicht auf die Reihe. Warum gehst du ins Haus, mein Freund? Hast du jeweils ein Game davon gespielt? Nein. Siehste, wie kannst du dann beurteilen? Ich hab schon bei vielen gesehen. Man muss es auch mal selbst spielen, um zu sagen, hey, das ist gut oder hey, ist scheiße. Ich meine, ich hab CS auch erstmal so gesehen, hab irgendwann so, ja, ne, hab's gespielt, denk mir so, oh ne, jetzt halt. Na, das ist halt meine komische Persönlichkeit. Herzlichen Dank dafür auch. Ich schwöre, wenn du zum Geburtstag zu mir kommst, ne, wir spielen Smash. Und dann wir spielen Smash. Und dann regst du dich auf, wie ich Smash spiele und denkst so, sag mal, kannst du überhaupt Smash spielen oder bist du blöd? Die Kommentare kommen jetzt schon. Sollte noch streamen oder was? Nein, Moment, sag mal. Azurhöhle, brauchen wir Blitz? Ja, wir können auch cheaten, aber wir machen es auf die... Und wie willst du cheaten? Ja, guck doch mal! Du siehst den Rahmen! Jetzt nicht mehr. So, wie viel Topshots haben wir eigentlich noch? 3. Jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt durch? Was ist der Pfad bis runter? Tja, ihr müsst es selber suchen. Ich helfe nicht dabei. Du kannst mir also nicht helfen. Nein. Schade. Die ist allgemein nicht zu helfen, Chaos. Die manchmal auch, ne. Spaß. So, nein, das ist nicht hier. Das war irgendwo ganz hinten, das Versteck. Ich weiß es noch. Du Keck. Naja, geht's. Das ist die Treppe. Das ist ein Nugget. Ein Chicken Nugget, da kannst du über 3000 Geld Lab Pokédollar verkaufen. Ich würde sagen, es geht auch. Ich weiß echt nicht, wie es lang geht. Also, ich muss die Treppe da links erwischen. Ah, oh, geil! Zertrümmern killt ja noch, ne. Warum? Ich meine, wir können uns zertrümmern, wir haben auch nicht das freigeschaltet bekommen. Doch. Ich habe aber keine. Doch. Aber ich habe keine VM dafür. Dann kannst du Mewtwo vergessen. VM6 ist zu Trimmerer. Ja, weiß ich, aber. Ich weiß, wo es gibt. Dann hau raus. In der Stadt vom Leuchtturm. In Orania? Nein. Ach nee, halt, Moment. Wie ist die andere Stadt? Olivia? Oh Gott. Ja. Mit schlechtem Namen. So, wir gucken zwar kurz mal rum. Ich will gucken, wo wir hier rauskommen. Ein bisschen erkunden muss das sein. Ich meine, wir kommen dann bestimmt hier nochmal raus. Ich meine, ich habe doch noch einen Fluchtzeug irgendwo, oder? Nein. Ja, ich habe noch eins. Schade. Dann können wir uns ja rausreiten, dann müssen wir wenigstens, wo wir lang müssen. Wir müssen den Weg erstmal finden. Das ist ja das Problem hier im Spiel, wenn du nie weißt, wo du lang musst. Aber ich nicht weiß, wo du lang musst. Natürlich könnte Marvin spicken, aber er tut's nicht, weil er ein Unehrenmann ist. Tja.
Ich weiß doch, ich weiß, dass du mich beleidigen willst in den letzten Part, also helfe ich dir jetzt auch nicht. Na, irgendwo muss aber die gleiche Strafe herkommen. Nein. Du Keck. Du König. Hast du mich gerade Keck genannt? Nein. Achso, ich dachte, ich hab mich gerade verhört. Du Keck. So, jetzt gucken wir nach, was hier dann geht. Du großer Trümmerer. Echt? Das war auf jeden Fall schon mal der falsche Weg. Nee, hätte ich nicht gedacht, Sherlock, aber du hast trotzdem seit drüber. Du Lelek. Du König. Oh, vielleicht kann ich das noch ersparen, bitte. Bitte spielst du einmal gnädig zu mir. Nein. Ja, es ist schon die gnädig dadurch, dass es den Topschutz verweigert hat. Aber jetzt kommt keine Pokémon, da du da bist. Ja, ich bin doch ultra stark, nicht so wie du. Wow. Da haut der Mann raus hier. Wenn das jetzt Roller Simulator führt, ich schwöre ohne Witz. Das wird der epischste Kampf meines Lebens. Nee. Das sieht sogar richtig aus. Vor allem, ich wollte eigentlich auch schon so halb aus Mitleid anfangen, den Weg zu suchen, aber hast du ja schon gefunden, deswegen suchen jetzt auch nicht mehr. Ich weiß ja, ob wir den Weg schon gefunden haben. Noch sind wir nicht am Ziel. Die Frage ist jetzt, wo genau es weitergeht. Hier ist der Hyperball. Ich weiß ja, wo ungefähr Mewtwo sitzt, aber... Also wie die Plattform aussieht. Ja, weil das wusste ich jetzt auch, also... Sollte die Gap, ich auch wieder. Ja, muss immer ein bisschen nachfragen, ne? Ich weiß ja, wie die Plattform ungefähr aussieht, auf der Mewtwo sitzt, also das, aber die Frage ist, wo die ist. Nirgends. Hinter dir. Naja, klar, hinter mir. Da hinter mir stehst du gerade. Warte, stehst du auf mich? Nein. Oh, danke. Alter, ich stehe auf. Ach Gott, ich wollte es gerade sagen, aber ich weiß nicht, ob das Jugend... Okay, alles gut. Wir finden's raus. Ja! Yeah! Ich fresse Besen! Weißt du was? Einfach aus Prinzip speichern. Das Ding gehört mir. Es war verdammt hemmelig gerechnet, oder? Dass wir das dürfen. Warum gibt es eine normale Battle-Musik? Warum keine ultra-epische Super-Secret-Musik? Weil du scheiße bist. Nein, die Entwickler sind scheiße. Du bist scheiße. Jetzt müssen wir ausgehen, wie wir es schwächen. Ich wäre dafür erstmal mit Donnerschlag anzufangen. Nein, kein Donner. Ich erstmal gucken, ob ich es erstmal runterkriege irgendwie. Nein, kein Donner. Ach du Scheiße. Sehr gut. Level? 70. Wenn ich gut bin mit Donnerschlag runterschwäche, kriege ich es euch hin. Ich meine, ich habe gespeichert, also kann ich es mir sogar erlauben, das Ding zu resetten. Mhm. Oh, warte mal, wie hoch ist der physische Angriff von Mewtwo? Boah, ich weiß es nicht. Wenn der jetzt höher ist als meiner, ja, dann geht's richtig rund, ja. Nein. Yeah! Perfekt geschwächt. So, jetzt First Try. Nee. Das wäre jetzt der... Nee, nein. Marvin, bestech es bitte noch einmal. Es hat aber sushi mal so funktioniert. Was kriege ich dafür? Nix, außer dass du gestochen hast. Tja. Ich kann leider nichts tun. Du unehrer Mann. Tja. Ich gebe mal Partner, soll helfen und nicht dir. Ich habe gehört, du stehst auf Suisha Mao. Du kannst gerne auch einen. Du kannst zwei Schuhe SM7B kriegen. Das sieht aus. Netzball, Feuer!
Er hat's abgelehnt. Dann Pech. Verdammt! Mewtwo, du gehst ins Netz. Warte mal, haben wir Statik drauf oder nicht? Ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Der muss halt mehr aufs Maul gehen, damit er paralysiert ist. Oh, schlag mich doch mal! Was kann der denn außer paar Attacken? Er muss doch mal einen richtigen Angriff drauf haben. Ich werde mich garantiert nicht mal Meisterball werfen. Oh, das ja, wann willst du ihn werfen? Niemals. Du hast bewusst, dass Mewtwo spezial ist, ne? Ich weiß. Aber ich habe es in Platin geschafft, den Meisterball nie benutzen zu müssen. Ich habe es in Pokémon Schwarz geschafft, den Meisterball nie einsetzen zu müssen. Ich will es ja auch nochmal schaffen. Das hat auch was in Form von Ehre zu tun. Du besitzt doch keine. Ich habe noch eine Ehre, im Gegensatz zu manch anderen, beispielsweise Animex hat keine mehr. Crashy hat sie gestern Abend genommen. Hättest du sehen müssen, wie der abgelost hat. Das wird ein sehr spannender Kampf. Marvin, hol schon das Popcorn raus. Nein, ich hab kein Popcorn. Echt nicht? Mewtwo, wenn du jetzt in den nächsten Ball reinkriegst, dann bist du automatisch ein neues Teammitglied und wirst befürwortet, kriegst das beste Essen, was wir haben. Und du kriegst eine Frührente. Heißt, du musst um nichts mehr sorgen. Das muss der beste Hörer jetzt beantworten. Aber ist doch nicht! Da fehlt noch was! Ach man, keine Spezialangriffe, das ist doch scheiße. Warum haben wir noch andere Bälle außer den? Nee, wir müssen uns mit der Seite kämpfen. Alles, was wir haben, Feuer! Ich hab keinen Bock. Das wird sehr interessant. Und ich dachte, alles wird gleich verrecken. Na gut, ich hab vorgesorgt. Ich hab mich echt auf den Mewtwo reinkriegen, echt. Ohne Witz. Warum musst du also pessimistisch sehen? Weil ich im Moment noch sehr, sehr viel zu stehe. Dafür kenne ich grad nix. Pokéball, hier, wenn der reingeht, dann... Dann darfst du mir beim nächsten Treffen auf die Fresse hauen. Schade. Wir machen eine Wette. Wenn ich schaffe, das Ding Pokémon Ice King, darfst du mir bei mir bei unserem nächsten Treffen auf die Fresse hauen. Nein, das kann ich nicht. Das doch. Kann ich nicht. Ich krieg den Sport jetzt mal auf die Fresse, von daher ist es für mich ungewohnt. Bitte was? Ich krieg so oft im Sport auf die Fresse, ich habe letztes Mal dreimal eine reinbekommen. Ins Gesicht. Also mich dort sehe, wenn du reinhaust, also. Ich mach's nicht. Oh, das wäre jetzt geil gewesen! Oh, ja. Das hätte ich abgefeiert. Mewtwo Flopball. Na komm, vielleicht ein Netzball, das hätte auch was. Schade, hat er keinen Bock. Aber Netzball, macht dich selber nur mal wie Entei. Aber er ist ein Flopball, das hätte was. Aber es scheint nachzugeben, oder? Ja, schon. Wenn es jetzt reingeht endlich, dann haben wir es geschafft, dann dürfen wir zum nächsten Rennen. Kannst du schon mal raussuchen, wo Zapdos ist? Und wo das ich jetzt auf Flitte. Okay, ja. Ich geh jetzt mal schnell. Wenn du den reinkriegst, ne? Während ich weg bin, ne? Dann
Ist ein Trip. Ja. Nicht sterben! Oh, der Kampf! Oh, er zerstört meine Nerven! Mewtwo, du bist eine Nummer für sich. Du bist echt eine Nummer für sich. Und jetzt rein mit dir. Geh in deinen verfickten Ball. Leck mich. Hör auf, die Kräfte zu tauschen, das gefällt mir auch nicht. Ich will dich dort nämlich noch drin haben. Ich brauche noch ein Ass-Pokémon für den Champ. Für den Champ, was geht da? Für den finalen Trainer. Den Champ will ich schon mal verprügeln. Den haben wir schon verprügelt ein paar Mal. Oder einmal, aber. Jetzt geht er echt am Rad. Jetzt wird's interessant. Steck deine Zischelklinge sonst wohin. Bälle, Flopball, Feuer. Nein, Mewtwo, geh rein. Ich versuch's, auch wenn das mein Untergang sein könnte. Es klappt, ne? Es schreit jemand hinterrücks. Okay, gut. Finsterball, Feuer. Ich versuche mit meiner Taktik. Ah, meine Taktik ist so gut, aber noch nicht perfekt. Es könnte klappen. Wenn er mit meiner Taktik so reagiert, dann müsste es doch jetzt funktionieren. Ich versuche es einmal. Bitte! Du Nutte! Geh verfickt! Noch eins in den Ball! Oh, stehst du nicht auf Bälle oder was? Ist mit dir falsch gelaufen? Ah ja! Ah ja! Immer noch nicht gefangen. Es wird stärker. Keine Ehre. Du hast keine Ehre, du nutzt Meisterbälle. Wow. Was kommt jetzt? Willst du jetzt die Schelle geben? Nö, ich hab grad nur mit einem Mädel Treffen vereinbart. Und dann vor mir anzugeben hier in der Aufnahme und sag, ich hab ein Treffen, hier, guck mich an. Verdammt. Ja, ich hab's mindestens im Gegensatz zu dir. Oh, verdammt. Marvin ist ein Arsch. Wenigstens hab ich grad so ein Harem. Und du zerstörst auch noch parallel Jumis Träume, danke. Warum bedanke ich mich eigentlich für Jumis Problem? Vor allem, wie gesagt, ich hab einfach die Vermutung, dass ich einfach auf mich stehe. Also wirklich, also bei den Sachen, was sie mir schon geschrieben hat, habe ich mir auch so gedacht, so. Du kannst gerne noch so, kannst gerne noch offensichtlicher machen. Habe ich mir echt so gedacht. Weil die macht es richtig offensichtlich, dass das, ja, dass die auf mich steht. Und Feuer! Es muss doch langsam mal irgendein Ball funktionieren. Nein. Oder weißer Ball, ich breche raus.
Ich bin immer noch dafür der Pokéball. Das könnte noch ein langer Kampf werden. Ja. Er muss wieder bestochen werden. Mewtwo, das, was ich dir gesagt habe, mal zwei. Es hört auf dich! Du musst weitermachen, irgendwas fehlt noch, irgendein bestimmtes Detail. Ich höre es nochmal und nochmal. Ich weiß, dass du Psycho bist. Ich will den Netzball noch nicht werfen, weil am Ende ist es der Ball, der alles dreht, der es reingehen lässt. Kann ja sein, ne? Mhm. Dann geht's da rein und dann ist so, oh Gott. Dann kurz, ich muss jetzt Screenshots mal so finden. Geh doch mal rein. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Zumindest er nicht. Nein, töten wirst du mich nicht. Das ist Quatsch. Yay. So, warte mal. Erste Zeit, versuche es immer noch zu fangen. Und mein Werfer ist Geld verschwenden. So. Ich muss nur kurz was da rauszensieren. Ich bin doof. Was rauszensieren? Ja, den Namen interessiert eh keinen. Ja, Vornamen kann man gern wissen. Und neuer Versuch und neuer Versuch. So, lädt's endlich mal. Discord. Jetzt wäre ein Timerball insgesamt, aber die kriege ich irgendwie noch gar nicht. Wie kriegst du nicht? Timerbälle. Ja, wie kriegst du die denn nicht? Ich kann ihn irgendwo kaufen. Ist halt schlecht. Nee, der Spiel buggt bestimmt. Nein. Haben wir es jetzt endlich mal? Nein. Ich fahre jetzt den Netzbar ab, ohne Witz. Jetzt geht's rein hier. Oh, ich habe auch einen, verdammt, den kann ich nicht feuern. Wieso? Das war mein letzter Netzball, weil das der entscheidende Ball ist. Zweimal rütteln, ich glaube, wir haben es fast. Ich versuch's einfach mal, so. Feuer. Wer ist der Netzball? Ich hätte es schon fast gedacht. Ich versuche gleich mal den Pokéball. Wer, es geht da rein, wer? So. Hab's jetzt geschickt. Ja, aber ich kann gar nicht gucken, weil ich gar nicht... Kein Problem. Dieses hässliche... einzufangen. Das ist Sekunde.
Ach Gott. Es ist sehr auf einen spannend. Spul einfach zur Stelle vor, wo ich es hingekriegt habe. Mia, ciao! Ich habe halt keine Bälle mehr. Was tut man nicht alles für einen Fang, ne? Beine Arschlochfisten, das ist es. Oh mein Gott, mach mir auf. Nein. Oh Gott. Es muss doch mal irgendwo funktionieren. Ich geb bei. Ich geb bei Tollwuttier. Dann kriegst du. Willst du sterben? Nein. Willst du sterben? Du willst auf jeden Fall sterben, habe ich gehört. Nein. Wand wackelt die nur zweimal. Dreimal wäre cooler. Okay, Mewtwo, mal ganz ehrlich. Meine ganzen Bestückungsversuche, ne? Mal drei, ne? Und ich bin ein Diener für alle Fähigkeiten. Waffel, tu das nicht! Er ist abgelehnt. Chaos wird auch dein Diener sein. Auf ewig. Alles klar! Und du kriegst unsere beiden Renten, wenn wir in Rente gehen. Fuck you! Und Jum ist auch! Er ist abgelehnt! Okay, wie wär's damit? Du darfst Xemnas zum Newman töten. Wenn wir dich fangen. No fucking shit, Alter! Ja, yeah, du darfst töten? Ja, no shit! Alter! Nee. Pokéball! Alter, wenn das jetzt wirkt. Einmal. Du darfst mich töten. Was haben wir denn jetzt? Das hat nichts mehr mit Bestechen zu tun, sondern jetzt mit der Selbstverstümmelung zu tun. Nur weil. Was? Jetzt hab ich die. Und Jumbo Xander das gleich mit. Jumbo, tut mir leid. Wieso? Du hast gesagt, wenn wir es fangen, dann darf es Jumbo Xander das töten. Und mich? Ja, ich hab gesagt, ich hab bei mir auch gesagt, Spaß. Aber jetzt darf er Jubel töten. Nee, Jubel ist nicht los, aber Xemnas. Oh, das ist so geil. Das freut. Das finde ich so geil, Xemnas stirbt. Aber wir haben jetzt. Wir haben auf 30 Minuten? Einfach mal cutten. Sag mal, was bin ich. Da wäre ich aber ein Unehrenmann. Bist doch so oder so. Alles klar, du mich auch. Auf jeden Fall, im nächsten Mal werden wir dann das nächste Pokémon stoppen. Und zwar Zapdos. Warum findet mir jetzt raus, wo es ist? Und ja, Kommentar nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Emerald Control. Klaust du mir immer noch meine Sprüche? Also ehrlich, Mom, es geht aber gar nicht. Emerald Control.